Der geplante Landgang auf der Karibikinsel St. Lucia musste kurzerhand gestrichen werden. Das Kreuzfahrtschiff Three Winds hatte am Dienstag im Hafen von Castries festgemacht, wurde von den Gesundheitsbehörden aber unter Quarantäne gestellt. Ein Besatzungsmitglied war an Masern erkrankt. Nach internen Beratungen und nachdem man sich mit Stellen wie der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation ausgetauscht habe, sei die Entscheidung gefallen, so die Leiterin der Gesundheitsbehörde von St. Lucia. Mittlerweile hat das Schiff die Insel wieder verlassen und Kurs Richtung Westen genommen. Die Three Winds wird von der Scientology-Sekte betrieben. Nach Angaben der Religionsgemeinschaft ist das Schiff, so wörtlich, ein Ort der geistigen Regeneration und Stärkung für die fortgeschrittensten Stufen innerhalb des Scientology-Systems.